Now I done grew up on some people living their life in bottles. When they had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen jetzt zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaftssimulator 2019 hier wunderschön auf meinem wunderschönen beautiful Kanal Thüringer Artenium 24. Das fällt mir jetzt erst auf den Namen. Ich wollte euch mal zeigen, hier drinnen die Beleuchtung, das sieht so nice, wenn das so beleuchtet ist. Ah, so Angang. Zwar alles mitgerissen, ist mir aber scheißegal. So, wir müssen ja hier jetzt, und das muss natürlich der Helfer machen. Wir gucken natürlich noch eine Sache, Marseille, das aktive 7347 ist das, wie viel Speichermöglichkeit er hat. Kartoffelfeldhexametrischer. Marseille, ja, der hat 8000. Gut, ist nicht mörderisch viel. Aber so, dass wir rüberfahren können. Ach gut, ein Hängerchen, naja. Kann man fast sich unten noch holen und den auch noch dranhängen. Aber lassen wir es erstmal. Wir fahren den jetzt hier rüberfahren, reiten damit in unseren Pferdchen hoch, damit er Ausritt bekommt. Unseren täglichen Ausritt. Ist klar ein bisschen nervig, jeden Tag den ausreiten zu müssen. Also das ist ein kleiner Spaß, wie gesagt, zwischendurch. Einmal kurz reiten, habe ich schon 3000. Ein bisschen striegeln, ein bisschen pflegen, ein bisschen Essen dazugeben, da passt das schon alles. Reicht das. So, ewig lang für die Aufnahme heute nicht gehen, weil, wie gesagt, ich muss noch ein bisschen sauber machen. Habe bis jetzt noch nicht sauber gemacht. Also, wodurch es schon. Nur die Toilette ist immer bei mir so, die ist komplett weiß. Und wenn die eben mal Staub fängt, dann ist das hässlich. Sieht scheiße aus. Deswegen muss ich da noch was machen. So. Jetzt bekomme ich nicht vor. Unsere Fahrzeuge müssen ja auch noch rüber wieder. An unseren Höfchen. Das machen wir mal schnell. Lange dauert es ja auch nie. Überlegt mal. Wir fahren mit einem fucking Fiat. Und ich kann euch ja gleich mal zeigen. Ja, zum Glück geht das ja. Finanzen technisch, wir sind 350.000 im Minus. Wir brauchen unbedingt ein bisschen Geld. Ich freue mich dann auf die erste Ernte, wie viel das ist, also das, wie viel das kleine Feld da bringt, viel wird es auch nicht sein, klar. Aber am Anfang ist es schon mal wert. Außerdem fällt mir jetzt ein, ich kann ja die Transportarbeiten, kann ich ja jetzt auch erledigen. Ich habe ja einen Grabenstapler. Und Nummer 2 kommt hinterher. So. Genau. Für das Gerät ist auf. Jedes Mal diese Big Packs hin und her dafür kutschen, das ist auch nervig. Da braucht man irgendwann mal so ein mobiles Gerät, wo man das noch alles reinmachen kann. Das wäre ganz gut. Pferdchen. Welchen sollten wir noch mal reiten? Ich habe das ganz vergessen. Also Falken hat ein bisschen Summer muss noch mal. Beide sind relativ sauber. Falken hat schon, Summer muss. Also Summer, bitteschön. Wir reiten mal ab. Abmarsch. Halten wir mal ein bisschen in diese Richtung. Da waren wir auch noch nicht, also das Feld 13, ja okay, schön und gut. Der hat ja schon immer hin und her, hat er ja schon geschafft. Map. Wir reiten hier immer rum. Und das müsste eigentlich auch so gut wie reichen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir abtransportieren müssen. Genau. Schön gemütliche Musik, schön entspannte Musik zum Reiten.
kann man eigentlich... Hab gedacht, vielleicht kann man ja irgendwie was anzeigen, wenn man reitet. Hier gibt es nicht so viele Bäume. Also ich weiß, mir fällt gerade ein, ich weiß ja, welche Map wir auf dem Multiplayer-Server haben, also genau diese. Die amerikanische weiß ich nicht, da müsste man vielleicht ein eigenes Projekt vielleicht noch eröffnen. Ja, da können wir vielleicht mehr in die Forstwirtschaft gehen. Und gleich so anfangen mit der Forstwirtschaft. Das wäre vielleicht praktisch, wenn es da eben mehr Wald gibt. 34%, ja. Wie gesagt, wir reiten immer hin und her und dann passt das dann auch schon. Ich würde bloß mal interessieren, wie viel Kilometer einmal 100% sind. Und ob 101% besser sind als 100 oder schlechter. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es schlechter ist, weil das Pferd dann übertrieben ist. Also überansprucht wird. Das können wir vorstellen. Gut, hier lang waren wir ja schon. Ich will mal gucken, was passiert denn hier. Ja, geht auch nur so ein bisschen zur Seite. Ich weiß, wird ja angezeigt, wie voll der Tank, also 80% und so. Was ist schon mal rumgekommen, das ist sehr gut. Geil ist auch, dass das Pferd jetzt einfach mal als Fahrzeug auch zählt. Ja, dann gucken wir mal. Nee, der braucht jetzt nicht mehr. Der ist 4000, okay. Also es dauert ein bisschen. 58%. Oh, du stehen bleiben. Hui! Okay, dann bleibt nicht stehen. Ja, 58% ist ja nie die Welt. Leider. Das heißt, ein bisschen reiten müsste man noch. Also mitten in der Nacht das Pferd munter gemacht. Wach auf, du Pferd! Die Frage ist jetzt noch, wenn ich jetzt ein Ballenpress hätte und da hinterher fahren würde, würde das gehen? Oder ist es wie beim letzten Mal, dass es einfach nicht geht in LS? So. Zurück angekommen. Eigentlich müsste ich den ja gleich striegeln, glaube ich, oder? Wollten reiten? Nee. Braves Pferd, das leckeres Fleisch. Ich würde mal jetzt am nächsten Tag, würde mich mal interessieren, Markierung setzen. Ah, okay, interessant. So, aber sonst haben sie ja noch alles genug. Ja, Fahr. Gut, das haben wir ja umgeladen, also sonst nicht gesagt, hätten wir ja noch mal holen können.